Mutter der Erlösung, mein Sohn, Jesus Christus, wird von einem anderen Judas, einem mit großer Autorität, verraten werden. Mittwoch, 9. April 2014, 15.30 Uhr. Mein liebes Kind, als Judas Iskariot meinen Sohn, Jesus Christus, verriet, hatte das weitreichende Folgen, weil er einer der engsten Verbündeten meines Sohnes war und als ein Mitglied seiner kostbaren Apostel, war sein Verrat für meinen Sohn sehr schmerzhaft, weil er, ein Verräter, aus dem inneren Umfeld meines Sohnes kam, bedeutete dies, dass sich Zweifel einschlichen unter jenen, die sich nicht sicher waren, ob mein Sohn tatsächlich der wahre Messias war oder nicht. Die Zweifel breiteten sich aus, und viele seiner Apostel und Anhänger fühlten sich verwirrt, verloren und besorgt. Sie wussten, dass, sobald er von seinen Feinden ergriffen werde, die Wahrheit in Frage gestellt würde und er dann abgelehnt werde. Sie wussten auch, dass, würden sie meinen Sohn öffentlich verteidigen, sie ebenfalls leiden würden und so enden könnten, dass sie die gleiche Strafe zu erleiden hätten, die ihm zugemessen würde. Sie wussten auch, dass sie aus Angst vor Spott nicht den Mut haben würden, seinen Feinden trotzig zu widerstehen. Deshalb würde der Verrat an meinem Sohn aus dem Inneren seiner Kirche auf Erden heraus der gleiche sein. Mein Sohn wird von einem anderen Judas, einem mit großer Autorität innerhalb seiner Kirche auf Erden, verraten werden. Wenn dieser Verrat stattfindet, der zweitgrößte, seit Judas Iskariot meinen Sohn für 30 Silberstücke verkaufte, wird das Menschen jeder Rasse, jeder Nation und jeder christlichen Glaubensrichtung an der Wahrheit zweifeln lassen. Dieser Verrat wird ebenfalls weitreichende Konsequenzen haben, denn er wird jeden einzelnen Aspekt der Gottheit meines Sohnes in Frage stellen. Wenn dies geschieht, wird die Wahrheit zusammenbrechen. An ihre Stelle wird eine Leiche erhoben werden, durch und durch verfault, ohne Anzeichen von Leben. Eine tote Leere wird erhoben werden und mit all den falschen Attributen ausgestattet sein, die mit meinem Sohn verbunden sind. Aber sie wird keine Früchte tragen. Doch sie wird wie eine Neubekehrung erscheinen. Wahre Bekehrung kommt aus der Liebe der Menschen zu Gott, angetrieben durch die Gabe des Heiligen Geistes und aus ihrem eigenen freien Willen heraus. Diese neue Lehre wird der Welt untergeschoben werden, ohne euren freien Willen. Lehnt sie ab, und ihr werdet von den Feinden meines Sohnes bestraft werden. Diejenigen, die meinen Sohn in den letzten Tagen verraten, werden kein Leben haben. Diejenigen, die ihn nicht verraten, werden für immer in der Heiligkeit Gottes leben. Eure geliebte Mutter, Mutter der Erlösung.